gerade eingetroffen, also in ein paar Minuten geht's los. So, nun können wir loslegen. Ja, ich möchte Sie, euch, jeder kann es sehen, wie er will, herzlich willkommen heißen in Gosen vor der Feuerwehr. Wir haben einen besonderen Anlass heute. Wir gründen heute oder wollen gründen die Kinderfeuerwehr Gosen-Neuzittau. Ein gemeinsames Projekt beider Feuerwehren zusammen. Und Peter wird euch jetzt erstmal kurz was sagen, wie die Idee kam. Und wie wir darauf gekommen sind, diese Sache zu machen. Ja, genau. Also wir haben hier, und wir beide zusammen, wir haben früher mal im Kreis Feuerwehrverband im Vorstand gearbeitet, haben uns da jahrelang, sag ich mal, eigentlich gut durchgeschlagen, würde ich mal sagen. Und ja, durch mein Ausscheiden damals aus dem Kreis Feuerwehrverband habe ich gedacht, naja, irgendwann kann man mal wieder was machen mit der Jugendlichen. Und da wir in Neuzittau eine Jugendfeuerwehr haben und hier im Großen auch und unsere Jugendwarte gut arbeiten, dachten wir ja, da muss man sich gar nicht reinhängen, sondern wir überlegen uns was Neues. So, und dann kam ja irgendwann mal die Idee von der Landesjugendfeuerwehr, dass das angedacht war, mal Kinderfeuerwehren zu gründen, um einfach den Nachwuchs zu sichern. Ja, und darauf haben wir uns wieder mal hingesetzt, haben gedacht, oh, das wäre dort für uns, da machen wir wieder mit. Ja. Fangen wir mal von ganz unten an und ja, und jetzt so ist die Idee entstanden und dann hatten wir noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber wir dachten ja, die Finanzierung, ob wir die durchbekommen. Ja, haben den Antrag gestellt, auf gut Glück an die Gemeinde, dank der Gemeindevertretung und den Bürgermeister und den Ortsteilbürgermeister ist es dann dazu gekommen, dass die Finanzierung ja, genehmigt wurde und so war die Idee geboren. So, da mussten wir uns ein paar Mitstreiter suchen, das war ja nicht so schwer. Da haben wir hier den Mike gefunden, der in Neuzittau bei uns mitmachen wird und in Gosen ist es die Katrin, die uns da vertreten wird. Ja, und die Voraussetzungen waren nicht schaffen. Wir beide haben den Fachwart für Brandschutzerziehung gemacht damals, einmal in Erkner und einmal in Menden bei Köln waren wir gewesen zum Lehrgang. Und somit sind die Voraussetzungen da. Und wie gesagt, so ist die Idee entstanden und nun sitzen wir heute, stehen wir alle hier und hoffen, dass die Kinderfeuerwehr Gosen-Neuzittau auch funktionieren wird. So, ja, wie wir uns das vorstellen, mit dem Wechsel immer hin und her zwischen Gosen-Neuzittau, aber ich denke mal, für die Zukunft wird es vielleicht zeigen, dass wir dann irgendwann mal eine Feuerwehr sind, die wirklich zusammenarbeiten. Wir fangen jetzt mit den Kleinen an und hoffen, dass sich das bis in die großen Generationen irgendwann mal durchsetzt. Ja, so viel dazu. Ja, und die wichtigsten Leute heute sind nun mal halt die Kinder, die diese Kinderfeuerwehr dann vertreten und die wollen wir ja auch ein bisschen ausrüsten damit, dass sie auch als Kinderfeuerwehr zu erkennen sind. Und Peter wird jetzt die Einzelnen aufrufen und dann kommen sie nach vorne und dann kriegen sie ihre Einsatzkleidung, mal so gesagt. Hier, das ist der Ronald Piur, ist von der Firma Heizung und Sanitär, von der Firma Apollo, die uns hier ja, finanziell sehr stark unterstützen. Wir hatten das eigentlich nicht so doll erwartet gehabt, aber am Ende ist dann doch eine ganz große Sache dabei rausgekommen und da wollen wir uns schon mal bedanken und der wird jetzt natürlich die Sachen hier auch überreichen, die jedes Kind bekommt. Dann fangen wir mal an mit den Namen. So, der Liese müsste mal nach vorne kommen. Dann der Tom. So, dann Enrico. Dann haben wir den Carsten. So, dann Vanessa. Und dann noch die Marie. So, dann sind hier noch drei Namen haben wir hier noch drauf, die sind leider heute nicht da, aber das werden wir dann natürlich noch nachholen. Ja, ich bitte auch noch den Moschwidowski nach vorne, unseren Ortsvorsteher, der hat auch noch eine Kleinigkeit für die Kinder. Ja, die Gemeinde Gosen-Neuzittau freut sich natürlich über diesen kleinen Meilenstein, dass wir jetzt eine Kinderfeuerwehr haben. Und ich denke mal, den 1. Mai 2010 werden wir auch nicht vergessen. Und kommt bestimmt in die Chronik unserer Gemeinde. Ich wünsche den Kindern viel, viel Spaß und danke den Eltern für die gute Entscheidung. Wir werden natürlich als Gemeinde die Entwicklung der Kinderfeuerwehr beobachten und begleiten und natürlich auch in Zukunft finanziell unterstützen. Ich wünsche Ihnen nochmals viel Spaß. Den Amtsdirektor Herr Schröder nach vorne und den Amtsbrandmeister, den Kamerad Decker, da ja
in Deutschland alles auf Papier geschrieben wird und alles amtlich sein muss, wollen wir natürlich auch eine Gründungsurkunde haben und die müssen die beiden Herren unterschreiben, damit auch alles rechtens ist. So, der offizielle Takt ist ja abgeschlossen. Wir haben jetzt hier die Unterschriften auf dieser Urkunde. So, möchtest du noch was sagen dazu? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte jetzt auch gleichzeitig die Gründungsurkunde mal verlesen. Es steht drauf, Gründungsurkunde der Kinderfeuerwehr Gosenheim-Zittau. Am 1. Mai 2010 wurde in Gosenheim-Zittau Kinderfeuerwehr Gosenheim-Zittau gegründet. Zweck der Kinderfeuerwehr ist es, bei den Kindern das Interesse an der Feuerwehr zu wecken, die Kinder die Grundlagen der Feuerwehr zu vermitteln, sowie die Kameradschaft untereinander zu fördern. Und das zeichnet Amtsdirektor Schröder, Amtsführer Decker. Kameraden, ich möchte euch dazu erstmal recht viel Glück wünschen. Ich weiß, was das für Arbeit macht mit den Jugendfeuerwehren, aber die sind ja nur Nonnenstücke kürzer wie die anderen Kameraden. Ich wünsche euch recht viel Glück und dass die Kinderfeuerwehr noch wachsen wird und ihr recht viel Spaß danach. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kameraden der Feuerwehr, lassen Sie mich auch einen herzlichen Dank und Gruß aussprechen an Sie alle, denn eine solche Kinderfeuerwehr ist etwas sehr Schönes. Ich denke mal, die Gemeinde wird auch immer ein offenes Ohr haben, das Amt möglicherweise auch, wenn denn die Gemeinde dementsprechend unterstützt, sodass die Arbeit sinnvoll und auch mit ein klein wenig Geld angehen und weitergeführt werden kann. In dem Sinne nochmal recht vielen Dank und lieber Kamerad Wiese hier, Urkunde, bitte. Dankeschön. Jetzt unten weiter. Ja. Auf halt.